Hallo Freunde analogen Unterhaltung, willkommen hier bei der Berlin BrettspielCon auf YouTube, Facebook und jetzt auch auf Instagram und Twitter. Ey, gibt's wir sind jetzt neue überall, Kanäle überall. Ja. Und nicht ja, kurz. Den Alex, den kennt ihr ja auch schon. Nichts Neues hier. Alex hat aber dann doch vielleicht ein bisschen in neuer Position. Bisschen, ne? Genau. Jetzt ja sonst vorher als Gastrezensent bei Anton Krone unterwegs, viel mit Pete. Und jetzt aber die Ehre, Berlin Brettspielcon ist jetzt nicht nur meine Leidenschaft immer noch, aber jetzt auch mein Job. Genau. Denn ich erweitere hiermit das Team und da werde ich das ein oder andere Mal sicherlich auch hier nochmal im Video zu sehen sein und euch über News, über weitere Sachen, wie geht es denn mit der Berlin Brettspielcon hier voran, wie ist der aktuelle Status und, ja, da werde ich Antwort und Rede stehen. Weil es gibt natürlich vieles Neues dieses Jahr, ne? Umzug in die neue Location, auch wenn die direkt nebenan liegt. Ja. Wir haben jetzt ein neues Logo, ja, haben schon viele aufgeschreckt bemerkt, wir sind Hunter und Krone. Hunter und Krone natürlich weiter voll dabei bei der Berlin Brettspielcon, ne? Wird präsentiert von Hunter und Krone sozusagen, aber gleichzeitig auch wird es ein bisschen eigenständiger, unser kleines Baby. Es liegt einfach daran, na, man kann nicht alles alleine machen. Nee, auf keinen Fall. So ne? Es, ja? Der Andrang ist Jahr für Jahr immer größer geworden. Immer mehr Leute wollen teilhaben bei diesem tollen Event. Und das möchten wir den Leuten natürlich ermöglichen. Wir haben, klar, du hast gesagt, diesen Wechsel in die neue Location. Die andere war einfach voll. Ne? Die war voll. Also die war voll toll. Und heiß. Ja, die war voll und heiß. Trotzdem cooles Flair. Deswegen sind wir ja in die Station gegangen. Hat der ein oder andere vielleicht auch schon gesehen. Da ist jetzt einfach mehr Platz und ja, also ihr könnt alle vorbeikommen, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, viele haben schon gefragt, wann geht es endlich mit dem Vorverkauf los? Ganz bald, ja. Ihr könnt jetzt schon mal gucken, wie gesagt, wir haben jetzt eben einen YouTube-Kanal, Instagram, klar, da ist jetzt erstmal bislang nur, hallo, hier sind wir drauf, aber da wird natürlich mehr Infos kommen. Neue Homepage und dann dort auch sehr, sehr bald der Ticketshop. Ja. Krone und ich machen auch auf jeden Fall gleich nochmal ein Infovideo sehr bald. Krone übrigens leider gerade ein bisschen krank, deswegen ist er jetzt hier nicht. Aber ja, auf Hunter und Krone natürlich gibt es auch weiterhin Infos dazu, aber der Alex übernimmt jetzt sozusagen so die direkte Kommunikation aus dem Zentrum der Organisation. Also wenn die beiden nichts wissen, dann lag es an mir, dass ich ihnen nichts Keine gesagt Ahnung, habe. Keine Ahnung, was haben die sich schon wieder ausgedacht. So. Genau. Ja, und das war's im Prinzip schon. Wir freuen uns echt, wenn ihr hier ein Follow da lasst, ein Like oder sonst wie was, ja. Alles und, nur Daumen hoch natürlich. Newsletter sollte hoffentlich dann auch wieder funktionieren bei der neuen Homepage. Und natürlich Kontaktformular, wenn ihr jetzt interessiert seid, Fragen habt, vielleicht sogar Aussteller werden wollt. Ja. Alles möglich auf unserer neuen Homepage. Schreibt uns einfach an, ansonsten info@berlin-con.de, aber das ist auch auf der Homepage zu sehen. Wir werden da alle Sachen brav abarbeiten und euch dann informieren weiterhin. Bis dann. Ciao.